gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Hallo liebe LHV-Fans, mein Name ist Gary Biele und ich lade euch recht herzlich zum nächsten Saisonspiel gegen NHV Concordia Delitzsch 2 ein. Das Spiel ist am Samstag 17.30 Uhr in unserer Heimspielhalle und wir würden uns freuen, wenn so viele wie möglich den Weg in die Halle finden und uns zu den nächsten zwei Punkten anfeuern. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe der Drehscheibe Lausitz hier in Ihrem Lausitzwelle Fernsehen am 19. Januar. Wir beginnen unsere Sendung heute mit Neuigkeiten aus Görlitz. Im städtischen Klinikum werden derzeit Arbeiten für ein neues geriatrisches Zentrum durchgeführt, welches nach seiner Fertigstellung für erhebliche Erleichterung in der Einrichtung und zu verbesserten Behandlungsmöglichkeiten führen soll. Alle Einzelheiten erfahren Sie jetzt. Am städtischen Klinikum Görlitz entsteht ein neues geriatrisches Zentrum. Mit dem Neubau am Standort der ehemaligen Kinderklinik sollen kürzere Wege und schnellere Abstimmungsmöglichkeiten für Klinikpersonal, Patienten und Angehörige geschaffen werden. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Sozialministerin Petra Köpping überreichten dafür einen Förderbescheid des Freistaates von über 23 Millionen Euro. Voraussichtlich 7 Millionen Euro wird das Görlitzer Klinikum selbst stemmen. Im neuen geriatrischen Zentrum sollen die Physio- und Ergotherapie zwei Pflegestationen mit insgesamt 60 Betten sowie die Funktionsdiagnostik und der Arztdienst untergebracht werden. Die Geriatrie als Fachgebiet der Medizin kümmert sich um das Erkennen und Behandeln von akuten und chronischen Erkrankungen im höheren Lebensalter. Baubeginn des neuen Zentrums in Görlitz ist noch für Anfang dieses Jahres geplant. Ende 2026 soll es eröffnet werden. Der diesjährige Neujahrsempfang des Görlitzer Oberbürgermeisters Octavian Urso fand in einer großen Produktionshalle von Alstom, dem ehemaligen Waggonbau Görlitz, statt. Er steht wie im vorigen Jahr bereits, als der Empfang bei Siemens Energy stattfand, unter dem Thema Wirtschaft. Neue Wege gestalten, dazu hatten die eingeladenen Redner viele Informationen für die geladenen Gäste des Abends. Die Big Band der Musikschule Johann Adam Hiller Görlitz begleitete den Abend musikalisch. Jens Köp, der Standortleiter von Alstom Görlitz, verwies auf das 175-jährige Jubiläum dieses traditionsreichen Schienenfahrzeugbaubetriebes in diesem Jahr. In dieser Zeit gab es einen stetigen Wandel, dem jeweils Rechnung zu tragen gewesen sei und künftig zu tragen sein wird. In Görlitz sind Familien willkommen, das unterstrich der Oberbürgermeister in seiner Ansprache. Es kehrten insbesondere jüngere Leute zurück in die Heimat und sie bereichern das Leben auch das der Wirtschaft in dieser Stadt. Ministerpräsident Michael Kretschmer redete von Wertschöpfung und lobte die Arbeit, die dahingehend in Görlitz unter Oberbürgermeister Urso getan wurde. Hinsichtlich kommender Wahlen, auch der für das Europaparlament, sprach er davon, dass Deutschland stark von Europa profitiere und auch Görlitz darauf angewiesen sei, dass Europa zusammenbleibt. Einen längeren Bericht über den Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters der östlichsten Stadt in der Lausitz, gleichzeitig Deutschlands, zeigt die Lausitzwelle in der kommenden Woche. Seit 2008 werden die Jüngsten der Stadt Großröhrsdorf im Rahmen des Neugeborenenempfangs begrüßt und erhalten ein kleines Willkommensgeschenk. Seit dem ersten Empfang vor 16 Jahren haben in Kleinröhrsdorf, Großröhrsdorf, Brettnich und Hauswalde rund 1000 Kinder das Licht der Welt erblickt. Darüber freut sich insbesondere Bürgermeister Stefan Schneider sehr und nimmt den in der Regel zweimal im Jahr auszurichtenden Neugeborenenempfang zum Anlass, dies entsprechend zu würdigen.
Es sei ihm ein Anliegen, den allerjüngsten Bürgerinnen und Bürgern öffentliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenzubringen und ein Zeichen dafür zu setzen, dass Kinder in dieser Stadt herzlich willkommen sind, betonte Stefan Schneider. Leider musste der für Ende August 23 angekündigte Empfang für die Neugeborenen des ersten Halbjahres 23 krankheitsbedingt ausfallen. Nun holte die Stadt die Begrüßung der kleinen neuen Mitbürger am Mittwoch, dem 17. Januar nach. Dazu hatte die Stadtverwaltung 15 Mädchen und 15 Jungen, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 23 geboren sind, in die extra dafür geschmückte Festhalle eingeladen. Leider hatte die Grippewelle auch bei den Jüngsten zugeschlagen, sodass nur 15 Babys anwesend sein konnten. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister erhielt jeder Sprössling ein kleines Willkommenspaket in Form eines mit dem Großröhrsdorfer Wappen bestickten Handtuchs und einem Löwen als Handpuppe. Anschließend hatten die Eltern die Möglichkeit, sich in einer gemütlichen Kaffeerunde untereinander auszutauschen, während die Kinder intensiv den angebotenen Teppich mit verschiedenstem Spielzeug erkundeten. Hier und da wurden sicherlich schon die ersten Sandkastenfreundschaften geknüpft. Bürgermeister Stefan Schneider stand den Eltern an diesem Nachmittag für alle Fragen rund um die Betreuungsversorgung des Kindes in der Stadt Großröhrsdorf zur Verfügung. Der nächste Neugeborenenempfang, dann für die Kinder, welche im zweiten Halbjahr 23 geboren wurden, ist auch bereits in Planung. Dieser findet am 13. März statt. Wir kommen zu den Kurzmeldungen aus der Lausitz. Und hier beginnen wir mit Neuigkeiten vom Rettungsdienst aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich dort jetzt über mehr Sicherheit in Bezug auf ihren Arbeitsplatz freuen. Was genau dazu geführt hat und weiteres Aktuelles, jetzt für Sie zusammengefasst. Der bodengebundene Rettungsdienst im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist seit dem 1. Januar dieses Jahres wieder in kommunaler Hand. Dieser Schritt wurde in Rekordgeschwindigkeit vollzogen. Das Unternehmen Rettungsdienst Niederlausitz hat die Trägerschaft für den Rettungsdienst im Landkreis von den 4 bisherigen Betreibern übernommen. Darunter sind der DRK-Kreisverband Lausitz, der DRK-Kreisverband Karlau, ASB-Ortsverband Vetschau und das Sana-Klinikum Niederlausitz. Die Verantwortlichen ziehen an den ersten 2 Wochen eine positive Bilanz. Laut Tom Lehnert, Geschäftsführer des Rettungsdienst Niederlausitz, verlief der Übergang ohne Probleme. Die Kommunalisierung gibt den Mitarbeitern Sicherheit für ihren Arbeitsplatz und Arbeitgeber. Die Entegra Hoyerswerda stellt zur Mitte des Jahres ihren Betrieb ein. Seit mehr als 20 Jahren ist das Unternehmen auf die Herstellung von Biopilzprodukten spezialisiert. Aufgrund der enormen Kostenexplosionen der letzten Jahre sowie die derzeit nicht durchsetzbaren Preiserhöhungen im Großhandelssegment sei ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb nicht mehr möglich, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Daher wird das operative Geschäft zum 31. Mai dieses Jahres eingestellt. Als Inklusionsunternehmen für Menschen mit Handicap wurde Entegra im Jahr 2004 gegründet und 2013 in den kommunalen Verbund der städtischen Wirtschaftsbetriebe aufgenommen. Mit ihrem Pilzsortiment aus frischen Vitalpilzen wie den Shiitake sowie getrockneten Pilzspezialitäten ist Entegra in fast ganz Deutschland und Österreich bekannt. Am 22. Januar 1729 wurde Gotthold Ephraim Lessing in Kamenz geboren. Zu seinem 295. Geburtstag beginnen eben da die Lessing-Akzente. Bis zum 20. März hat die Lessingstadt durch das Kamenzer Literaturmuseum und dessen Partner für seine Besucher ein vielfältiges Programm mit insgesamt 11 Veranstaltungen vorbereitet. Den Anfang macht am kommenden Montag die traditionelle Geburtstagsfeier, gefolgt von einem Vortrag über eine eher ungewöhnliche Nathan-Inszenierung. In den weiteren Wochen ist unter anderem eine Performance unter dem Titel Nathan in the Box der Berliner Künstlerin Bridge Markland, die den Lessingschen Text mit Schauspiel, Puppenspiel, Playback und popmusikalischen Zitaten wirkungsvoll verbindet, zu erleben. Die jüngsten Gäste können bei einer rätselhaften Taschenlampenführung das Lessing-Museum erkunden. Im Theater Neue Bühne Senftenberg muss krankheitsbedingt die Premiere des Stückes Die Comedian Harmonists verschoben werden. Darüber informierte jetzt das Haus.
Zwei Schauspieler und Sänger aus dem Hauptcast des Ensembles seien betroffen. Eine kurzfristige Umbesetzung könnte die spielerische und musikalische Qualität nicht gewährleisten. Aus diesem Grund müssen sich Theaterfreunde noch eine Woche gedulden. Statt diesen Samstag findet die Premiere nun am Freitag, dem 26. Januar statt. Die Uhrzeit bleibt gleich, 19.30 Uhr beginnt die Aufführung. Zum zweiten Mal in Folge hat die Industrie- und Handelskammer Cottbus das Finsterwalder Unternehmen Kjellberg mit dem Siegel Exzellenter Ausbildungsbetrieb zertifiziert. Dabei wurden 24 von insgesamt 29 Exzellenzkriterien erfüllt. Ausschlaggebend für die erneute Zertifizierung war laut IHK unter anderem die hervorragende Betreuung der Azubis, die Übernahmeaussichten, aber auch spannende Azubi-Projekte. Der Grundstein für die heutige Kjellberg-Firmengruppe wurde im Jahr 1921 vom schwedischen Erfinder und Geschäftsmann Oskar Kjellberg gelegt. Das Unternehmen fertigt Spitzentechnologien für die metallverarbeitende Industrie. Im Jahr 2021 wurde Kjellberg mit dem Zukunftspreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Das Silicon Valley im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien gilt als weltweit wichtigster Entwicklungstreiber in Sachen Informationstechnologie. Schon bald könnte aber auch eine Bautzner Firma kräftig dabei mitmischen. Steffen Roschek, Geschäftsführer der hier ansässigen FCON Consulting GmbH, hat sich auf Einladung der Wissenschaftsförderung Sachsen auf eine Innovationsreise an die Ostküste der Vereinigten Staaten begeben. Das Bautzner Unternehmen macht bereits jetzt einen Großteil des Umsatzes im Ausland und will künftig den amerikanischen Markt noch stärker für die Akquise nutzen. Der Sitz von FCON Consulting soll aber in Bautzen bleiben. Die Kosten für die Reise trägt Steffen Roschek selbst. Die Erlöse aus dem traditionellen Stollenanschnitt auf dem Bad Liebenwerder Weihnachtsmarkt kommen in jedem Jahr einem guten Zweck zugute. In diesem Jahr gingen die insgesamt 315 eingenommenen Euro an die Kinder- und Jugendfeuerwehr Bad Liebenwerder. Verwendet werden soll das Geld für die Öffentlichkeitsarbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr und für Ausbildungsmaterialien. Aktuell gehören 12 Kinder im Alter zwischen 6 und 9 Jahren sowie 21 Kinder zwischen 10 und 15 Jahren zur Jugendabteilung der Wehr. Ab dem 16. Lebensjahr ist der Übertritt in den aktiven Dienst möglich, sofern eine entsprechende Eignung vorliegt. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Was es Neues aus dem Lausitzer Seenlandklinikum gibt, das erfahren Sie jetzt. Mein Kollege Bernd Bugawa hat für Sie wieder alles Wichtige in Erfahrung gebracht. Jetzt im Lausitzer Seenlandklinikum aktuell. Lausitzer Seenlandklinikum aktuell. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung. Eingangs des Jahres habe ich die Möglichkeit, mit der Chefin des Seenlandklinikums, mit Juliane Kirfe, zu sprechen. Und wir wollen in den nächsten Minuten mal kurz zurückschauen und auch auf einige wichtige Aktionen in diesem Jahr hier im Klinikum hinweisen. Frau Kirfe, ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht in das Jahr. Wir wollen kurz zurückgucken, eingangs des Gesprächs. Was ist denn geworden alles im vergangenen Jahr hier im Seenlandklinikum? Also wir haben gemeinsam mit dem Team sehr viel geschafft. Wir haben zwei Chefarztpositionen im letzten Jahr wieder neu besetzen können. Der letzte hat jetzt im Januar, am 1. Januar angefangen. Wir sind jetzt wieder voll besetzt mit voller Mannstärke. Wir konnten auch andere Positionen wieder neu besetzen. Und jetzt wird dieses Jahr noch ein Wechsel anstehen in der Chirurgie. Aber da bin ich auch sehr optimistisch, dass wir da einen guten Nachfolger finden. Wir haben viele Digitalisierungsprojekte letztes Jahr gestartet und werden sie dieses Jahr auch noch weiterführen. Das habe ich ja letztes Mal auch schon berichtet. Das ist für uns aktuell ganz wichtig. Und seit 1. Januar sollen ja alle Rezepte digital gleich an die Apotheken gehen. Und genau so beschäftigen wir uns im ganzen Haus natürlich mit den Themen. Die Akte soll digitalisiert werden. Wir haben viele Projektgruppen gestartet. Das Team ist dabei, alles vorzubereiten. Es gibt viele Termine. Und ansonsten, ja, sind wir frohen Mutes für das neue Jahr.
Und ansonsten hatten wir einen ganz tollen Tag der offenen Tür an dem Samstag. Wie haben Sie den empfunden? Sehr gut. Also wir waren total überrascht, wie viel Besucher wir an dem Tag hatten. Und es war eine richtig, richtig gute Stimmung, sowohl beim Personal als auch bei den Besuchern. Es ging bis Nachmittag immer wieder mit Attraktionen, bis dann der Heli auch endlich bei uns gelandet ist. Also es war ein super Tag für alle und wir hatten danach auch alle eine sehr, sehr gute Stimmung und haben uns wirklich gefreut, dass so ein großes Interesse der Bevölkerung an unserem Haus und an den einzelnen Abteilungen auch besteht. Also könnten wir davon ausgehen, dass es den Tag in absehbarer Zeit, muss ja nicht dieses Jahr sein, wieder mal gibt. Auf jeden Fall. Na wunderbar. Ganz wichtig in diesem Jahr, ein Hauptaugenmerk wird auf den Hybrid-OP und den OP-Roboter gelegt. Sie haben ja Ende letzten Jahres dann Fördermittelbescheid entgegennehmen können. Wann werden die Bauarbeiten dazu starten? Er bekommt ja einen extra Raum. Genau. Also wir sind aktiv in den Vorbereitungen. Wir brauchen eine Baugenehmigung und die bereiten wir aktuell vor mit unseren Planern. Das ist so der nächste Step. Das wird jetzt im Februar passieren. Der Bauantrag wird eingereicht. Ich hoffe, das geht dann auch sehr schnell. Die Genehmigung geht dann auch sehr zügig. Parallel schreiben wir aktuell schon den OP-Roboter und die Angiografieanlage aus. Beide großen Geräte müssen EU-weit ausgeschrieben werden. Das wird aktuell vorbereitet. Diese eins befindet sich schon in der Ausschreibung. Und wenn die Ausschreibungen durch sind, dann soll es auch schon zumindest mit dem OP-Roboter eher losgehen, als der Umbau kommt. Wir wollen den OP-Roboter eher zu uns holen. Meine Vorstellungen sind, ich würde ihn gerne im April schon hier haben. Ich will gerne im April schon den Roboter im Haus haben, dass die Teams mit dem schon trainieren können. Ohne Patienten natürlich. Und wenn dann alle Teams trainiert haben und mit dem OP-Roboter gut zurechtkommen, dann soll es natürlich auch mit Patienten losgehen. Das ist das Ziel, das soll jetzt sehr schnell passieren. Und dann der Umbau an sich wird sicherlich erst im Sommer losgehen, weil da sind wirklich wahnsinnig viele Vorbereitungen zu treffen. Vielleicht ganz kurz mal, OP-Roboter, wie kann man sich das vorstellen? Wie im Science-Fiction-Film, der Patient liegt auf dem Bett oder auf dem OP-Tisch, kein Mensch weit und breit zu sehen und nur oder wie wird das laufen? Ganz kurz noch. Naja, das passiert im Fernsehen. Sieht das ja immer alles so toll aus? Nein, tatsächlich ist das nicht so, sondern es sitzt der Operateur an einer Konsole und der Operateur bzw. die Operateure bedienen den OP-Roboter. Das sind sozusagen verlängerte Arme des Operateurs und die bedienen das mit einer Konsole. Und da sind schon genauso das ärztliche Team und oder das OP-Pflegeteam ist genauso in der Anzahl bei der OP mit dem Roboter dabei, so wie es auch jetzt sozusagen dabei ist. Also wir haben da das gleiche Personal an Bord, nur einfach mit Hilfstechniken. Also so ganz Science-Fiction-mäßig ist es noch nicht. Also der Mensch steht auch bei der Operation noch weiter im Mittelpunkt, in dem Fall dann der Arzt. Ja. Die Krankenhausreform liegt in aller Munde. Man hört, Kliniken sind pleite, Kliniken müssen sogar schließen. Man spekuliert, wie viel und da gibt es ja die verrücktesten Zahlen. Was bedeutet denn das für das Lausitzer Seenlandklinikum? Wie wird es da weitergehen? Haben Sie da schon irgendeine Perspektive? Oder? Also letzte Woche haben wir erstmal den neuen Bescheid für den Krankenhausplan bekommen. Wir sind bestätigt mit 410 Betten als Schwerpunktversorger. Das war für uns ganz wichtig und das war ein super Start ins neue Jahr. Aber auch für uns, muss ich sagen, sind die Zeiten nicht einfach. So wie es jedem im Privathaushalt geht, dass die Kosten immer mehr steigen, geht es auch natürlich uns im Klinikbereich. Und leider Gottes muss man sagen, läuft da politisch aktuell einiges nicht so, wie es laufen sollte. Und wir laufen da alle in ein hohes Defizit rein. Wir haben höhere Kosten, aber die Leistungen, die wir für die Patienten vergütet bekommen, steigt nicht in dem Maß. Und das ist wirklich massiv ein Problem. Und wir haben da ein Kostendefizit. Es soll ja eine Reform kommen. Ich denke, die ist auch wichtig für uns. Und ich glaube, im Ansatz ist die auch für die Gesundheitsversorgung gut. Aber wir brauchen eine Übergangsfinanzierung. Und das ist aktuell zumindest nicht vorgesehen. Und deswegen gibt es eben auch wöchentlich Krankenhausinsolvenzen in ganz Deutschland. Und da ist es eben so, dass kleinere Krankenhäuser massiv Probleme bekommen werden. Größere Krankenhäuser wie wir erstmal natürlich noch nicht, weil wir einfach eine stabile Lage haben. Aber es ist schon aktuell sehr bewegend und man liest jeden Tag Pressemitteilungen über solche Themen, genau. Na dann hoffen wir mal, dass das alles in Gang geht, dass das alles funktioniert. Was wünschen Sie sich denn für dieses Jahr? Außer natürlich, dass es weiterläuft mit dem Klinikum, wie ja eben zu hören war. Hoffentlich keine Katastrophen, keine wirklich eine stabile Besetzung, weil das ist immer wieder ein Thema, dass wir im ärztlichen Dienst und in anderen Berufsgruppen immer wieder Personalschwierigkeiten haben. Und dann ist man ganz oft an dem Punkt, dass eben Projekte nicht weitergehen. Und für dieses Jahr hoffe ich mir wirklich, dass wir so aufgestellt sind, dass wir die Projekte auch aktiv angehen werden. Und wir haben uns viel vorgenommen. Wir werden nächste Woche unseren neuen Bereich
Bereich eröffnen, unseren Bereich für als Übergangs-OP für unser großes Projekt. Den wollen wir dann für ambulante Patienten vordergründig verwenden. Das wird nächste Woche eröffnet. Das ist schon ein großer Meilenstein. Wir brauchen in der Chirurgie eine Nachbesetzung in der Chefarztstelle, was so als Thema ansteht. Und dann haben wir mit den Chefärzten gemeinsam sehr viele kleine Projekte vor. Wir wollen sehr viel in Marketingaktivitäten stecken und wir sind sehr motiviert. Wir haben alle richtig Motivation, da jetzt ins Jahr zu starten und ich bin da sehr, sehr optimistisch. Frau Göffe, dann möge alles gelingen, was Sie sich wünschen fürs Klinikum, aber auch privat. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Dann. Liebe Zuschauer, wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und zum Schluss sage ich wie immer, bleiben Sie gesund. Lausitzer Seenlandklinikum. Aktuell. Raumgewinn ist ein Trendsetter, ist Inspiration. Es fängt schon damit an, wenn Sie reinkommen. Wow, was ist denn das hier? Im Raumgewinn sind wir für Sie da, damit Ihr Traum vom eigenen Haus oder der sanierten Wohnung wahr werden kann. Unsere Kunden sagen, wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt und die ganze Sache für uns stressfrei gestaltet. Eben aus einer Hand, lass uns das gemeinsam angehen. Besuchen Sie uns in Dresden, Gehrockstraße. Kommen wir nun zum Blaulichtreport. Die Wetterlage führt gestern und heute vor allem in der Oberlausitz zu spiegelglatten Straßen, welche in den Landkreisen Görlitz und Bautzen zu zahlreichen Unfällen und weiteren Verkehrsbehinderungen führten. Mehr dazu jetzt in unseren Blaulichtmeldungen. In den gestrigen Nachmittagsstunden und in der Nacht auf Freitag kam es aufgrund der Witterungsverhältnisse zu zahlreichen Unfällen im gesamten Sendegebiet, so auch in Rauschwalde. Am dortigen Kreisverkehr in Richtung Innenstadt kam es zum Stau. Ursache war ein Auffahrunfall, der aber offenbar nur mit Lackschaden abging. Einer der beteiligten Fahrer hatte bereits den Unfallort verlassen und sein Fahrzeug in einem Seitenweg abgestellt. Das zweite Fahrzeug ließ der Lenker aber hartnäckig an der engen Stelle stehen. Dies führte wiederum zu teils gefährlichen Aktionen weiterer Verkehrsteilnehmer. So wurde unter anderem die Schilder missachtend entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingebogen. Die schwierigen Witterungsverhältnisse führten gestern auch zu zahlreichen weiteren Unfällen. So steckten unter anderem mehrere Lkw fest. Kurz nach 16.30 Uhr prallten auf der S148 in Höhe Großschweidnitz aus bislang unklarer Ursache ein Pkw-VW und ein weiterer Pkw zusammen. Der Audi rutschte daraufhin über die Fahrbahn in den Straßengraben und kam erst dort zum Stillstand. Der VW blieb mit beschädigter Stoßstange auf der Straße stehen. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Beamte der Polizei nahmen den Unfall und die Personalien der Beteiligten auf. Es kam zu Behinderungen im Feierabendverkehr. Insgesamt ereigneten sich allein im Bereich der Polizeiinspektion Görlitz nach deren Angaben am Donnerstag zwischen 12 und 18 Uhr 46 Unfälle. 4 davon mit Verletzten. Insgesamt entstanden dabei rund 250.000 Euro Sachschaden innerhalb dieser 6 Stunden. Auch in Elbe-Elster mussten wieder zahlreiche Unfälle mutmaßlich aufgrund der Wetterlage registriert werden. In Bad Liebenwerda verlor aus bisher unbekannter Ursache eine 51-jährige Mitsubishi-Fahrerin am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Straße am Haag kurzzeitig die Gewalt über ihr Auto, kam nach links in den Gegenverkehr und streifte dabei einen Renault, einen Opel, einen Mazda und einen Mercedes. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Im Bereich der Bahnhofstraße in Falkenberg-Elster kollidierte am Freitagvormittag ein Audi mit einem MAN-Sattelschlepper. An der Unfallstelle musste der fließende Verkehr kurzzeitig umgeleitet werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden hier betrug etwa 7.000 Euro. Gleich im Anschluss gibt es noch die Wetteraussichten und Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Doch zuvor entführe ich Sie ein letztes Mal in dieser Woche in die Vergangenheit zu einer kleinen Geschichtsstunde. Im Lausitzwelle-Kalenderblatt geht es heute um die Geschichte des in Hoyerswerda gelegenen, jedoch nicht als Ortsteil benannten Stadtteil Künicht. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Der Hoyerswerder Ortsteil Künicht stammt namentlich vom sorbischen Kien, das man mit Kiefer oder Kiefernwald übersetzen kann. Der Begriff Künicht taucht erstmals 1568 auf, allerdings nicht als Dorf, sondern als Begriff für ein Vorwerk, das zur Standesherrschaft Hoyerswerda gehörte.
Neben der Holzverarbeitung war hier eine große Schäferei angesiedelt. Diese gehörte damals mit Fischerei und Getreidewirtschaft zu den Haupteinnahmequellen. Ein kurfürstlich-sächsischer Ingenieur, August Friedrich Döring, zeichnet 1786 eine Karte der Lage inklusive der zum Teil heute noch bestehenden Wege nach Seidewinkel, Zeisig und Spola. Früher mussten die Bauern im Vorwerk Dienst leisten. Ab 1786 wurde es verpachtet, die Gebäude außer des Schafstalls abgerissen. In den folgenden Jahrzehnten siedelten sich die ersten dauerhaften Bewohner an. Exakt 100 Jahre später, 1886, weist die Statistik 141 Seelen aus, größtenteils Sorben. Mit dem Aufbau der Neustadt wurde Künicht 1957 eingemeindet. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Das heute schon begonnene Subsorb-Festival in der Kulturfabrik Hoyerswerda geht noch bis zum Sonntag und lädt seine Gäste dazu ein, die sorbische Kultur einmal von einer anderen Seite kennenzulernen. Am Samstag beginnt das Festival schon um 11 Uhr und bittet zum Tanz. Am Sonntag kann ab 11.30 Uhr im sorbischen Stil gebruncht werden. Bis in die Abendstunden hat das Festival am Wochenende noch viele weitere Höhepunkte für seine Gäste vorbereitet. Am Sonntag, den 21. Januar, findet im Radiburger Ortsteil Schwarzadler im Bahnhofsgebäude ein Tee- und Glühweinnachmittag für Jung und Alt statt. Veranstaltet wird das gesellige Vergnügen vom Verein Bahnhof der Inklusion Radibor. Interessierte haben dort von 15.30 Uhr bis 20 Uhr die Möglichkeit, im geselligen Beisammensein die Seele baumeln zu lassen. Zum Auftakt der Kamenzer Lessing-Akzente können sich die Besucher am Montag auf die traditionelle Geburtstagsfeier Lessings freuen, verbunden mit einem Vortrag, der sich einer ungewöhnlichen Nathan-Inszenierung am New Yorker Broadway in den 1940er Jahren widmet. Die Aufführung der Nathan-Inszenierung nach einer Übersetzung und Bearbeitung durch Ferdinand Bruckner war ein Dank an das Exilland USA und ein Zeichen, dass es ein anderes Deutschland gibt. Ein Deutschland gegen die Nazi-Diktatur, zugleich aber auch eine Warnung vor profaschistischen Entwicklungen in den USA. Los geht es um 19 Uhr im Röhrmeisterhaus in Kamenz. Das Hochdruckgebiet Corvin bestimmt über das Wochenende das Wetter. Der Südwestwind wehte anfangs schwach, im Tagesverlauf zeitweise mäßig mit frischen Böen. In der Nacht klarte es auf. Mit minus 7 bis minus 5, im Süden bis minus 10 Grad war es frostig. Tagsüber lagen die Werte knapp unter dem Gefrierpunkt. Bei überwiegend heiterem, vormittags wolkenlosen und trockenem Winterwetter zogen später ein paar dichtere Wolkenfelder durch, die in den Kammlagen am Abend ein paar leichte Schneeschauer brachten. Nach erneuter, meist sternklarer Nacht geht die Temperatur zurück auf minus 4 bis minus 3 Grad, örtlich auch darunter. Nachmittags werden bei viel Sonnenschein plus 1 Grad erreicht und nur gelegentlich ziehen hohe Wolkenfelder durch. In den Bergen ist im Mittel das Temperaturniveau um 2 Grad geringer. Auch hier zeigen sich neben viel Sonne Nachmittag einzelne Wolkenfelder, es bleibt aber trocken. Der Wind weht wie im Flachland aus Südwest. Um die Mittagszeit frischt er mit Stärke 6 böig auf. Am Sonntag bleibt es noch bei ruhigem, trockenem Winterwetter. Es ist heiter, zeitweise wolkig. Der Wind dreht auf Süd, bläst in die Gipfellagen mäßig mit starken Böen. Sonst ist er meist noch schwach unterwegs. Am Montag erfolgt mit stürmischem Süd- bis Südwestwind die Wetterumstellung zu einer milderen Wetterlage. Im gesamten Sendegebiet setzt durchgreifendes Tauwetter ein. Im Laufe des Vormittags verdichten sich die Wolken, mittags kommt Regen auf. An der Neiße besteht die Gefahr noch immer von Eisregen. Der Wind erreicht nachmittags in Böen Sturmstärke. Das war die Drehscheibe Lausitz für diesen Freitag. Morgen gibt's hier im Lausitzwelle Fernsehen den Wochenrückblick. Und jetzt im Anschluss folgt hier die Regionalzeit aus dem Elbe-Esterland mit meinem Kollegen Alexander Schkade. Natürlich wie immer nur, wenn Sie über Kabel oder im Internet livestreamen, auf lausitzwelle.de oder DVB-T zu sehen. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich gut. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.